Unsere besten Freunde sind die Menschen, die uns am nächsten stehen. Sie kennen unsere Gedanken, unsere Sorgen, Ängste und Hoffnungen. Meistens verbinden wir mit diesen ganz besonderen Menschen viele schöne Erinnerungen und pflegen mit ihnen eine ganz besondere Beziehung. Nicht selten passiert es dabei, dass die Gefühle für den anderen über Freundschaft hinauswachsen. Doch woran merkst du, dass du in deinen besten Freund verliebt bist? In diesem Video haben wir dir 6 Anzeichen zusammengestellt, an denen du erkennen kannst, dass du in deinen besten Freund verliebt bist. Natürlich genießt man die Zeit mit seinem besten Freund ganz besonders. Man hat Spaß und versucht, so viele gemeinsame Erinnerungen wie möglich zu schaffen. Die gemeinsame Zeit vergeht dabei häufig wie im Flug. Wenn du jedoch alles stehen und liegen lässt und vielleicht sogar deinen anderen Freunden extra absagst, nur um Zeit mit ihm zu verbringen, dann kann das ein Zeichen für besondere Gefühle sein. Ihr werdet aber ein süßes Pärchen. Diesen Satz hört man öfter, wenn man sich mit seinem besten Freund gut versteht. Wenn deine Gedanken an diesen Satz jedoch anknüpfen und du dich fragst, wie es denn nun wäre, wenn ihr ein Pärchen seid, dann hast du vielleicht ganz besondere Gefühle für ihn. Viele Sachen, die man später in einer intimen Beziehung macht, teilt man auch mit seinem besten Freund. Würdest du den Schritt wagen wollen? Es ist in der Regel nicht so einfach, wenn der beste Freund eine Partnerin hat. Meistens ist da etwas Eifersucht vorprogrammiert. Seine Freundin mag dich vielleicht nicht besonders. So weit, so gut. Doch wenn du es ebenso hast, wenn er von ihr erzählt und es nicht ausstehen kannst, die beiden zusammen zu sehen, dann solltest du dir einmal Gedanken machen, ob du nicht seine feste Freundin werden möchtest. Doch Vorsicht! Eifersucht kann eine sehr starke Emotion sein. Achte darauf, dich nicht von ihr überwältigen zu lassen. Zwischen besten Freunden teilt man vieles. Gedanken, Emotionen, Lieblingsmusik, gute Filme und vieles, vieles mehr. Ein deutliches Zeichen dafür, dass du mehr willst, ist das Doppeldeuten von allem, was er macht. Er schickt dir ein Lied, das er mag, in dem es um Liebe geht. Vielleicht gefällt ihm einfach nur das Lied. Doch wenn du insgeheim in ihn verliebt bist, wirst du dich fragen, ob er nicht möchte, dass du auf den Text hörst. Ein weiteres sehr eindeutiges Zeichen für deine Gefühle für deinen besten Freund besteht darin, dass du ihm etwas vortäuschst. Das kann zum Beispiel sein, dass du zustimmst, noch andere Freunde einzuladen, obwohl du lieber mit ihm allein wärst. Oder dass du eigentlich seine Hand halten möchtest und es dann doch lieber sein lässt. Du machst ihm und dir selber vor, dass ihr nur Freunde seid, obwohl eine starke Kraft in dir mehr möchte. Das letzte und eindeutigste Zeichen, dass du dich in deinen besten Freund verliebt hast, liegt darin, dass es dir auffällt. Das kann über einen längeren Zeitraum oder auch ganz plötzlich passieren. Doch Fakt ist, nach dieser Erkenntnis gibt es keinen Weg mehr zurück. Du möchtest mehr als nur Freundschaft. Du willst ihn für dich allein, mit ihm Händchen halten und der Welt zeigen, dass ihr zusammengehört. Wir hoffen, unsere kleine Zusammenstellung hilft dir dabei zu deuten, ob du für deinen besten Freund mehr als nur Freundschaft empfindest. Wenn du feststellst, dass du mehr als nur freundschaftliche Gefühle für ihn hast, liegt es bei dir zu entscheiden, ob du sie ihm gestehen willst. Schreib doch gerne einmal in die Kommentare, ob du dich schon mal in so einer Situation befunden hast und was daraus geworden ist. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.